Noch ist es nicht offiziell, aber es gibt übereinstimmende Pressemeldungen. Der Berliner Flughafen wird auch nicht am 27. Oktober 2013 eröffnen. Es ist schon die vierte Terminverschiebung und angeblich ist das den Verantwortlichen schon seit dem 18. Dezember klar. Die aber schweigen weiter. Dafür spricht die Opposition von einem schwarzen Tag für Berlin. Ich bin vor allem fassungslos darüber, dass offensichtlich seit Mitte Dezember mindestens bekannt war, dass eine Verschiebung notwendig ist und Klaus Wowereit einfach in den Weihnachtsurlaub fährt und uns alle in Unkenntnis darüber lässt. Wenn das tatsächlich stimmt, wird das natürlich Konsequenzen haben. Wir werden eine Sondersitzung des Abgeordnetenhauses noch in dieser Woche beantragen, wo Klaus Wowereit endlich mal die Wahrheit sagen muss. Auch einen Misstrauensantrag gegen den regierenden Bürgermeister wollen die Berliner Grünen stellen. Frühestens 2014 kann der Hauptstadtflughafen nun an den Start gehen. Manche Experten empfehlen sogar erst 2015. Schuld an der neuen Verzögerung sollen mal wieder Brandschutzprobleme sein. Auch über Fehler bei der Kofferbeförderung war zuletzt berichtet worden. Der Vorsitzende des Flughafenuntersuchungsausschusses, Delius von den Piraten, fühlt sich schlecht informiert. Dass wir aus der Boulevardpresse erfahren müssen, dass der Eröffnungstermin 2013 eventuell nicht zu halten sein wird, ist eine Frechheit. Wir alle hätten erwarten dürfen, noch im vergangenen Jahr darüber informiert zu werden. Und die Pannenserie macht die Sache weiter teurer. Statt 2 Milliarden Euro soll der Prestigeflughafen nun mindestens 4,3 Milliarden Euro kosten. Wenn es nicht so traurig wäre, könnte man versuchen, darüber zu lachen. Comedian Dieter Nuhr twittert vor ein paar Stunden: Flughafen BER, Eröffnung nun doch erst 2154, dann wird Wowereit als Mumie eröffnen, kein großer Unterschied.